Die Wiechert sind aber zu Hause. Tag. Tag. Haben Sie nur ein bisschen Geduld. Herr Meisel. Frau Wiechert. Oh, mit der guten alten Möbelunion hatte ich in diesem Leben nicht mehr gerechnet. Entschuldigen Sie, Heinz. Tag, Frau Wiechert. Da fehlt doch was. Ja, der Bart ist ab. Aber bei Ihnen kröselt sich auch nichts mehr. Keine Locken mehr. Das ist doch Eberhards Schreibtisch aus der Möbelunion. Ob er an dem noch mal sitzen möchte, es gibt da so gewisse Punkte. Ihr Mann, also mein alter Chef, war nie ein Schreibtischtäter. Aber dieser gute alte Schreibtisch, der gehört in seine Wohnung. Weil bei uns in der Möbelunion offiziell nicht mehr arbeiten darf. Dieser Kneisel, dieser Kredithai. Ja, die Treppe rauf, oben ist noch Platz. Ich nehme das mal weg hier. Moment. Ja, ich mach das schon, Frau Wiechert. Ja, nach oben. Ja, ja, ich muss hier erst mal. Ach du mein Gott. Schatz. Oh, nee, ich hab zu tun. Heinz und Tenstag meinen es gut. Auch wenn an diesem Schreibtisch zu viele, vielleicht zu viele schlechte Erinnerungen hängen. Naja, ohne die Möbelunion ist mein und vielleicht auch unser Leben irgendwie leerer geworden. Aber dafür kann der Schreibtisch nicht. Ich habe mich selber aus der Firma katapultiert. Weißt du meinen Schritt? Ach, im Gegenteil. Auch wenn es dir jetzt wie ein Schritt ins Leere vorkommt. Du hast mehr Zeit für uns, hm? Ja! Schatz, bitte! Was ich? Ja. Ja. Vorsicht! Mach mir ja keine Kratzer auf den Länder! Pass auf! Schatz! Schatz, kommst du mal bitte! Ach, du. Eberhard! Was ist denn hier? Oh. Keine Schrammen auf den Schreibtisch! Hallo, Chef! Schönen Gruß von Dienstag! Eberhard, so tu doch was, mein Junge! Ich würde nun wohl der Herr Bundeskanzler sagen, wenn man seinen Schreibtisch so zugerichtet hätte. Aua! Was ist los? Die rot-weiße Mieze von gegenüber, die ist doch keine richtige Frau mehr. Ich war vorige Woche beim Tierarzt. Wenn man puzzelst und puzzelst hier und ich liege schon seit 2 Stunden in unserem Ehegemach und warte auf dich. Ach, so ein Mist. Siehst du? So schnell kann was zerbrechen. Ziemlich langweiliger Typ geworden, seit ich arbeitslos bin, was? Na dann, ab in die Haie. Als du noch Chef der Möbelunion warst, wären deine Arbeiter sofort gekommen, ohne Aufforderung, und hätten ihr alles wieder hergerichtet. Das mache ich diesmal alles selber, Mutter. Junge, übernimm dich bloß nicht. Körperliche Arbeit hast du doch längst verlernt. Nein, Mutter, das hat er nicht. Gute Nacht. Glaub doch nicht an meine handwerklichen Fähigkeiten. Aber ich glaube an deine handwerklichen Fähigkeiten. Ach, Schnuppe, ich kann mich doch selbst schon nicht mehr leiden. Warum denn nicht? Schnuppe? Ja? Ich mache mich wieder selbstständig. Selbstständig? Ja, du kennst doch die kleine Schreinerei Kraft in der Littke Straße.
Was denn diesen Krauterbetrieb? Du, das ist ein alteingeführter Drei-Personen-Betrieb. Ja. Die olle Kraft hört auf und sein Sohn will nicht mehr weitermachen. Ich habe doch noch die Ablösesumme von der Möbelunion. Und dann diesen Berater. Ja, Tenstag hat sich großzügig gezeigt, ich weiß. Aber wenn ich nur dessen Berater bleibe, dann habe ich in einem halben Jahr ganz schwer an der Galle. Ich muss wieder was tun mit diesen Händen. Na, dann tu doch. Mutter hat mich doch schon angeschaut wie ein Rentner. Schatz. Können wir darüber nicht morgen weiterreden? Tag, Kapitalist. Tag, Obermeister. Ludwig Kraft war bis vor 10 Jahren Obermeister der Innung. Meine Frau. Tag, Frau Wiechert. Tag, Herr Kraft. Tag, Ludwig. Tag, Ebert. So, bis vor 10 Jahren war ich 25 Jahre lang Obermeister der Innung. Ich habe Ihrem Mann die Meisterprüfung abgenommen. Mhm. Naja, zumindest den praktischen Teil. Ja, das sind auch schon wieder 25 Jahre her. Ist eine Schande, dass dieser Mann damals in die Industrie gegangen ist. Oh. Pfui Deibel. Ludwig, wie recht du hattest. Jetzt haben sie mich rausgeschmissen, ich stehe auf der Straße. Was siehst du? Was machst du denn da? Oh, ist eine olle Jugendstiletür. Ich bring die wieder auf Vordermann. Na, noch ein gutes Stück? Stinkt aber ätzend. Das ist die Chemie, Frau Wichert. Früher, da haben wir geschmirgelt und mit Buchenlohe geputzt. Na, da stand noch mehr. Und die Chemie stinkt auch. Aber man muss nicht mehr schmirgeln. Komm, Ludwig, lassen Sie in die Werkstatt gehen. Bei den Wicherts haben die Frauen eine ganze Menge mitzureden. Du sagst es. Bei den Kraftbau. Meine Frau meint 3000 Mark Miete im Monat. Für dich. Mein Mann will kaufen, nicht mieten. Wieso kaufen? Hast du denn so viel Geld? Oh, Ludwig, darf ich mal gerne. Schatz, ich habe dich zum letzten Mal als Schreiner gesehen. Ich kenne das, Schreiner. Die hatten als Geselle schon mehr drauf als so mancher Meister, was, Ludwig? Na klar. Nachtigall, ich werde trapsen. Du denkst an einen bestimmten? Ja, und der ist sogar Werkmeister. Du hast doch wohl nicht im Ernst vor, Heinz aus seiner gesicherten Position in der Möbelunion wieder an deine Seite zu zerren. Och, Schnucke, den werde ich gar nicht zerren müssen. Wetten, in einer Woche steht Heinz bei mir auf der Matte. Ich kenne doch meinen Heinz. Vorausgesetzt, sein Oliver ist damit einverstanden. Die Maschinen haben zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber immer noch gut in Schuss. Weißt du was, Ludwig? Lass uns ein sauberes Geschäft machen. Ich kaufe dir den Laden ab und führe ihn ganz in deinem Sinne weiter. Du würdest hier doch bloß immer rumschleichen und mir helfen wollen. Damit ich wenigstens mein eigener Herr. Meine Frau träumt von einer kleinen Wohnung im Schwarzwald, in Hinterzarten. Die braucht unbedingt Luftveränderung. Wenn du genügend Geld hast, kann ich ihr diesen Traum erfüllen. Und wiesel dir nicht vor den Füßen rum. Ach, Ludwig, ich habe nur einmal in meinem Leben viel Geld und das war vielleicht eine Pleite. Da war ich sogar im Vorstand der Möbelunion. Also, wir werden uns einig werden. Lieber Doktor, das ist doch nur ein ganz kleiner Betrieb, der alte Stühle zusammenleimt, mal eine Tür abhobelt oder ein Teetischchen wieder zum Stehen bringt. So ein Schuppen ist doch unter Eberhards Niveau. Ihr Blutdruck auf, liebe gnädige Frau. Das ist die wundervollste Entscheidung, die Eberhard in den letzten Jahren für sich, und das sage ich ganz deutlich, für sich getroffen hat. Entschuldigen Sie, lieber Doktor, dass wir so privat werden. Aber was wird aus eurem Standard, Hannelore? Wie konntest du dem noch beipflichten? Drei Hobelbänke. Wir haben unseren Standard, Mutter, wie du das nennst, nie verlassen. Oder haben wir jemals dieses Haus verlassen und eine Villa bezogen, als Eberhard kein Geld verdiente, sondern enorme Bezüge hatte, hm?
Haben wir jemals ein größeres Auto gekauft? Immerhin habt ihr ein Refugium auf Mallorca. Ach, dieses abgelegene Mallorca-Apartment, was keinem Pfennig wert war. Das war doch der größte Blödsinn überhaupt. Das hat nur Geld gekostet. Und das entsprach garantiert nicht unserem Standard. Der Puls Ihrer Schwiegermutter gefällt mir im Augenblick gar nicht, gnädige Frau. Ich will ja nicht herzlos sein, Mutter, aber mein Puls... Ja, bei Ihnen ist auch eine Anomalität spürbar. Sie sollten auseinandergehen. Mhm. Sie, liebe Frau Wiechert, bleiben schön liegen. Mhm. Und Sie gehen in die Küche und machen mir einen Kaffee. Gerne. Oh ja, mir auch. Verboten, Frau Wiechert, verboten. Erst wenn der Blutdruck wieder in Ordnung ist, ist die Kaffeetasse wieder voll. Für ihr Alter hat ihre Schwiegermutter eine hervorragende Kondition. Was meinen Sie denn mit Alter, lieber Doktor? Sie haben den Blutdruck und den Puls ihres Sohnes. Und der ist jünger. Zwangsläufig. Ja, mindestens 9 Monate. Er hat Tenstag. Herr Wichert. Fräulein Glaubrecht hat gepetzt. Man sieht sie kaum noch im Büro. Und ihre Mutter beklagt sich am Telefon, sie hätten sich schon seit 5 Tagen nicht mehr bei ihr blicken lassen. Treiben sich denn nur noch auf Finanzmärkten herum? Na, das ist doch auch Arbeit. Sehr inkonventionell gedacht, lieber Wichert. Sozusagen um einige Ecken herum. Den Tipp habe ich vom Finanzier der Möbelunion, meinem Teamfeind, Bankdirektor Kneißl, bekommen. Kneißl, Sie reden wieder mit dem. Nun, Sie spielen doch auch weiter mit dem Golf und lassen die Möbelunion mit Zwischenkrediten von ihm finanzieren. Ihre Toleranz würde ich nicht aufbringen. Warum nicht? Immerhin mussten Sie auf sein Betreiben die Geschäftsführung der Möbelunion verlassen. Ach, Herr Tenstein, vergeben und vergessen, wenn er Ihnen nur wieder gibt. Darf ich Sie zu einer Berliner Weiße einladen? Berliner Weiße, um Gottes Willen. Na, auch ich habe heute meine toleranten Tag. Okay. Also, Herr Wichert, Ihnen zuliebe, vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Wichert, ein Kleinbetrieb, einfache Schreinerei. In die ich meine ganze Abfindung stecke. Zuzüglich 50 Mille, die ich am fleischgewordenen Golfball Kneißl noch aus dem Kreuz leiern muss. Sie sollten besser Ihre Frau zu Kneißl schicken. Ja, Sie können manchmal so wirsch sein. Oder natürlich meine Mutter. Oder noch besser, lieber mich. Wichert, zwar gefällt mir der Rückschritt an Ihre handwerklichen Wurzeln gesellschaftlich nicht besonders, aber ich bin gerne bereit, Ihnen diese 50.000 zukommen zu lassen aus meiner Privatschatulle, sozusagen als Mitgesellschafter. Natürlich wollte ich das von Ihnen hören, Herr Tenstar. Aber Sie können doch nicht mal Birnbaum von Mahagoni unterscheiden. Ja. Nee, lassen Sie mal, das Geld hole ich mir von Kneißl. Herr Tenstar? Ja? Sie haben mir gerade bewiesen, dass Sie ein Freund sind. Ein richtiger Freund. Herr Wichert. Ja? Dieses Kompliment werde ich von Fräulein Glaubrecht wortwörtlich in meinen Terminkalender eintragen lassen. Mhm. Übrigens, was gedenken Sie denn in dieser kleinen Schreinerei herzustellen? Ich werde reparieren, was kaputt ist. Werde herstellen, was man braucht. Ich werde tun, was mir Spaß macht. Wird das die geschäftlichen Aktionen der Möbelunion tangieren? Im Innenausbau vielleicht. Moment, Moment, Moment. Lieber Wichert, Sie erinnern sich vielleicht, dass die Möbelunion und Sie eine Konkurrenzausschließungsklausel vereinbart haben für 3 Jahre, die besagt, dass Sie sich nicht an Ausschreibungen für den Innenausbau beteiligen dürfen, an denen sich auch die Möbelunion beteiligt. Gleichwohl habe ich einen Beratervertrag mit der Möbelunion. Und es wäre doch denkbar, dass die Schreinerei Wiechert quasi als Subunternehmer für die Möbelunion Innenausbauten sachgemäß, fachgerecht und in allererster Qualität herstellt. Das ist eine erstaunliche geschäftliche Wendung. Ein Herstellungsberater, der sich, wie soll ich sagen, selber herstellt. Herr Wichert, wann werden Sie endlich zur Ruhe kommen? Das weiß nur der liebe Gott oder Josef. Welcher Josef? Marias Mann, der heilige Josef. Der hat schließlich auch mit Holz gearbeitet.
Sie können herrlich nostalgisch sein hier und da. Nostalgisch? Realistisch? Also zumindest weiß ich jetzt, was Sie vorhaben. Klein, aber fein. Wann immer Sie mich brauchen. Ich werde Sie brauchen. Haben Sie schon 2 oder 3 gute Mitarbeiter? Wichert. Ich brauche nur einen. Klein, aber fein. Und ziemlich bummelig, nicht? Und heißt Heinz, was? Ich hab den Schritt mit meiner Frau und natürlich mit Oliver besprochen. Diese ewigen Außenmontagen, Frau Wiechert. Ich komme ja kaum noch nach Hause. Außerdem schadet das der Entwicklung von Oliver. Wie alt ist denn Oliver jetzt? Das ist ein ganz gefährliches Alter. Jetzt noch mit dem Reiten angefangen. Ich kann Ihnen sagen... Heinz, in der Möbelunion haben Sie Betriebsrente. Sie sind Bergmeister. Ich meine, das war Eberhard auch. Ja, das verfällt doch nicht. Ich bin 15 Jahre im Betrieb. Außerdem der Chef, ich meine, Ihr Mann, Gatte, erwartet doch, dass ich komme. Nein, Heinz, das tut er nicht. Sie können nicht schwindeln, Chefin. Och, Heinz, jetzt fangen Sie bloß nicht mit Chefin an, ja? Sie müssen mich duzen, Chefin. Herr Schäfer, wie ich ja, duzt mich auch immer. Ja, bei dem waren Sie auch in der Lehre. Ja, bei Ihnen aber auch. Irgendwie. Hannelore, ich habe mir an einem Holzspan einen Splitter angerissen. Sag mal her. Ich hole eine Pinzette. Ja, zeigen Sie mal. Hier. So, das kann sich aber böse entzünden. Mutter. Ja? Komm mal her. Das haben wir gleich. Lassen wir das, mache ich selbst, ja? Nein, also seit Tagen ist dieses Geländer kaputt und keiner repariert es. Ist wirklich eine Schlamperei. Man kann sich ja die Beine brechen. 3 Eichen, Frau Wiechert. Ja, bis das wieder hergestellt ist, ich sage nur 3 Eichen. 3 Eichen? Uschi, die Urenkelkinderchen, die Grafen, das wäre doch was für Ihre Schwiegermutter. Das ist ja eine fabelhafte Idee. Heinz, Sie gehören zur Familie. Sie dürfen Hannelore zu mir sagen. Jawohl, Schnuppe. Hannelore, nicht Schnuppe. Verstanden. Ja, schönes Stück, was? Oh, hoffentlich passt deine Kühltruhe. Nee, Gräfin, das lassen Sie mal. Na, na, und Sie lassen das mal mit der Gräfin, ne? Wie geht's denn Ihrem Vater überhaupt? Sehr gut. Der steckt irgendwo in Österreich. Ah. Jürgen, wasch doch noch hier mal die Hände in Essigwasser, ja? Oh, vielen Dank. Oma! Ach du mein Mund, wer hängt denn da? Uschi, Uschi, komm ich etwa ungelegen? Ganz im Gegenteil, Oma, ganz im Gegenteil. Tut mir leid, dass es gleich bei deiner Ankunft auf 3 Eichen so blutig zugeht. Oh, das macht doch nicht. Wir können Hilfe gebrauchen. Erna, lass doch den Quatsch. Hallo, Käthe, das ist Erna, Cousine und Vertretung von Trude. Ja, hallo, Erna. Moin, moin. Also, wenn ihr Hilfe gebrauchen könnt, los, los, bind mir das Ding mal um. Schließlich habe ich 1946 mit einer Nachbarin auch mal schwarz geschlachtet. Und wie, hoho. Was amüsierst du dich denn so über Mutter? Wenn ich mir vorstelle, wie Mutter früher immer fluchtartig die Küche verlassen hat, wenn Andi venezianische Leber gemacht hat. Also frische Leber in feine Streifen geschnitten hat. Also Mutter hat mir als Kind immer Leber gemacht. Leber ist doch gesund. Aber sie hat doch nicht selbst geschlachtet. Als die Gräfin noch lebte, da hast du dich auch immer geekelt, wenn du Schweineblut in Essig einrühren musstest. Also das ist überhaupt nicht wahr. Doch, und wenn Andi frische Langusten mit nach Hause gebracht hat, dann bist du immer in den Keller gegangen, bevor sie ins Wasser schmiss. Ja, das ist wohl wahr. Wann wird eigentlich das Treppengeländer repariert? Ich muss erst die Schreibtischplatte polieren. Die hat wahnsinnig viel Kratzer abgekriegt. Ah ja? Ja. Schatz, lass Heinz in der Möbelunion. Es geht ihm gut, er hat einen fabelhaften Posten. Und außerdem, was würde Tenstag ohne ihn anfangen? Heinz ist seine Stütze. Und was macht Heinz ohne mich? Macho.
Lampe. Hm? Nach meinem Rausschmiss aus der Möbelunion hast du kein Wort verloren. Hast alles runtergeschluckt. Also mir war es ja die einem Holzhammer vom Kopf gekriegt. Aber irgendwie muss das in mir Optimismus geweckt haben. Als sei mir plötzlich ein Knopf aufgegangen. Dein Schreinerknopf. Der war doch immer offen. Obwohl du jahrelang eine Kneipe hattest, bist du nie eine Barfrau geworden. Und obwohl ich jahrelang Mitinhaber und Direktor einer Möbelfirma war, bin ich immer Schreiner geblieben. Also Schatz, ich werde das Gefühl nicht los, als wärst du wild entschlossen, unter allen Umständen glücklich zu werden. Zu bleiben, Schnuppe, zu bleiben. Wir haben harte Jahre hinter uns. Beruflich, das zählt nicht, aber privat, das war schlimm. So. Und jetzt fangen wir beide, du und ich, noch mal ganz von vorne an. Als erstes habe ich Alwin Barthold und Gerda Kosniewski den Kellerraum gekündigt. Oh, keine Watt- und Stießgesellschaft mehr Gott im Haus. Gott sei Dank. Keine Alarmsirene. Gerda. Gerda, du bist mir so leid. Endlich bin ich Augen auf los. Alwin Barthold war in den letzten Wochen auch keine große Hilfe für mich. Das habe ich nicht gemerkt. Ach, der hat sich mit seiner Frau wieder versöhnt. Der lebt jetzt in Leverkusen. Hannelore, wir konnten den Betrieb sehr günstig an eine größere Firma verkaufen. Und ich bin wieder arbeitslos. Die neue Firma, die hat mich doch nicht übernommen, nicht, Tassilo? Ich habe ja Augen auf eigentlich nur im Angedenken an deinen lieben Vater weitergeführt. Ja, das ist die Wahrheit, Hannelore. Kinder, das ist unsere letzte Nacht. Lasst uns doch ein bisschen feiern hier unten. Darf ich auch mitfeiern? Ja, darf er? Ich habe doch noch nie ohne Meisel in unserem Hause gefeiert. Eine ruhige Nacht. Mein Nachfolger scheint die Sache fest im Griff zu haben. Dass der Alwin sich mit seiner Schreckschraube wieder verzagert, ich hab das nicht gewusst. Ja, Kinder, da kann ich ja meine Waschmaschine wieder da in die Ecke stellen. Und meinen Bügelautomaten. Und den Wäschetrockner. Durfte ich den Keller streichen? Kellerkalkmann. Nein, Kalkchen eben. Nur Mundschmutz. Wie werde ich denn jetzt mit der Ruhe in diesem Haus fertig? Ja. Keine Alarmanlage mehr? Mutter für Wochen, vielleicht für Monate auf drei Eichen. An die Elke und Thomas in Kreuzberg. Schnuppe. Ach, Gerda. Wenn du hier aufhörst, also dann musst du mir versprechen, dass wir uns genauso oft sehen wie früher. Stündlich? Täglich. Fast. Prost, Prost. Prost. Ich konnte mir keinen besseren wünschen als dich, Ebert. Aber trotzdem. Ich habe hier 40 Jahre gearbeitet. Nee, Ludwig. Das waren 41 Jahre, das weiß ich besser als du. Ich muss jetzt heulen. Irgendwo muss ich jetzt heulen. Darf ich das bei dir? Ja, setz dich, Ludwig. Ich wollte auch nicht mit den Füßen zuerst aus dieser Werkstatt getragen werden. Das ist ja das Los von uns kleinen Schreinern. Mit den Füßen zuerst. Wenn ihr schon jedes Jahr einen Hinterzarten Urlaub gemacht habt, dann ist es doch nur logisch, dass ihr jetzt auch dort lebt. Für deine Frau ist er auch besser. Das Geld war es nicht. Irgendwie warst du es, Eberhard. Und als Mieter wärst du mir zu schade. So, Ludwig. Und deswegen heißt die Schreinerei jetzt auch Möbelschreinerei Innenausbau Eberhard Wiechert, vormals Ludwig Kraft.
Und das Schild, das mache ich gleich morgen da oben dran. Hm? Warum hat mein Sohn das nicht übernommen? Das war doch mein Leben. Tja, Ludwig, er ist jetzt im Holzhandel. Und das ist sein Leben. Vielleicht. Du musst aber deinen Meisterbrief in die Werkstatt hängen und nicht zu Hause bei dir im Wohnzimmer. Sonst haben die Leute hier im Viertel kein Vertrauen zu dir. Mensch, Ewart, bist du ein armes Schwein, dass du dir das noch zumutest. Besuch mich. Ruf mich an. Sie soll dir Glück bringen. Du kriegst noch 50.000 Mark. Das macht meine Frau. Ich werde sie in Ehren halten. Jürgen, weißt du eigentlich, dass viele Juristen große Künstler wurden? Goethe war Jurist, Heinrich Heine. Nur mein Eberhard, der war gleich Künstler, ohne vorher Jurist zu sein. Hast du mal Jura studiert? Jürgen, sag ja. Ja, zwei Semester. Oh, na siehst du, Jürgen, habe ich doch recht. Die Kunst entfaltet sich, indem man zunächst den Geist diszipliniert. Und das können natürlich nur die Juristen. Und die Mediziner. Ach, hör auf. Die wollen erst mal. Vor allen Dingen die angehenden Chirurgen. Hey, hier ist doch ein schönes Plätzchen. Seht mal, findet ihr nicht auch? Zum Rasten. Ich habe das Gefühl, ihr denkt jetzt, Oma ist eine alte, dünkelhafte Ziege. Ach, Ivo, Oma. Oh, danke, danke. Ich hab dich sehr lieb, Oma, aber manchmal, da erinnerst du mich an meine Vorfahren aus dem 19. Jahrhundert. Die waren Grafen und Lehnsherren hier aus dieser Gegend. Die haben bestimmt, wer was tun durfte und wie viele abgeben musste. Sie waren Gerichtsherren. Ich habe mich kundig gemacht. Deine Vorfahren galten als besonders liberal. Oma, meine Vorfahren waren etwas liberal. Sie hatten das Sagen und das Richten und haben dann gnädigerweise entschieden, dass der eine oder andere auch mal nach seiner Fasson selig werden konnte. Ich kann nicht auf meine Vorfahren stolz sein. Oh, Kind, eine Tradition ist doch keine Würde und eine gute Erziehung keine Schande. Mein Schwiegervater Eberhard zum Beispiel. Der hat seine eigene Tradition. Der hat mit 16 seine Lehre gemacht und hat sich jetzt seinen Traum erfüllt. Eine eigene Schreinerei. Ja, das ist seine Tradition und sein Traum. Also der Eberhard ist ein Wahnsinniger. Ein wahnsinnig Lieber. Das krieg ja nicht mal ich zusammen. Wie sollen denn das deine Kinder schaffen? Brüll ja nicht so rum, die schlafen doch schon alle. Sebastian hat es übrigens innerhalb von 2 Minuten zusammengebaut. Ach, hältst du mich für blöde? Nein, aber Kinder sind schneller. Na, denk doch mal an diesen Wunderwürfel, weißt du, der mit den verschiedenen Farben. Na, Kathrinchen hatte das in 2 Minuten klar. Du und ich, wir schaffen das heute noch nicht mal. Obwohl wir beide gelernt haben, dreidimensional zu denken. Na, du als Bildhauer, ich als Architektin. Also wo das hingehört, weiß ich nur wirklich nicht. Jürgen, hör doch endlich auf. Oma Kitte langweilt sich. Oma, bist du müde oder können wir noch eine Partie Bridge spielen? Ja, Kind, ich weiß wirklich nicht, ob ich mich seelisch in dem Zustand befinde, um Bridge zu spielen. Vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Oh ja, das wäre gut. Jürgen? Ich glaube, ich räume das mal ab, das ist ja widerlich. Du, ich mach das schon. Ja, habt ihr denn kein Mädchen? Nein, nur für Kathrinchen und Sebastian. Und unsere landwirtschaftlichen Hilfskräfte... Die putzen nicht, Oma. Na also, dann trage ich meinen Teller selbst raus. Tja, Uschi, du bist ja nicht mehr adelig genug.
Und was noch erschwerend hinzukommt, zum zweiten Mal bürgerlich verheiratet. Sie fühlt sich nicht wohl. Das mit der Schlachterei war ja auch ein bisschen übertrieben. Naja, das ist auf dem Land nun mal so. Lass sie wenigstens bei Mensch ärger dich nicht gewinnen. 1, 2, 3, 4. Gewonnen! Hey, bravo. Gratuliere. Danke. So. Frau Gräfin, ich lasse mein Fahrrad besser stehen, wenn's recht ist. Geh vorsichtig von Alleebaum zu Alleebaum und immer schön links halten. Zu Befehl, Euer Hoheit. Frau Wichert, Sie haben vorhin nie im Leben dreimal die Eins gewürfelt. Nie. Was meint die denn damit? Na, müde Oma? Überhaupt nicht. Ich würde mich gern noch etwas in die Bibliothek deines Vaters zurückziehen, um ein bisschen in den alten Familienalben zu blättern. Mach das, Oma, mach das. Jung und ich, wir sind hundemüde. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tag, Chef. Hey, Heinz. Sag mal, hast du nicht 6 Monate Kündigungsfrist bei der Möbelunion? Ach, lieber Herr Wichert, was nützt mir Heinz 6 Monate lang, wenn er doch eigentlich dem Ruf des Herzens folgen will? Bitte, hier haben Sie ihn. Heinz, hast du etwa Mist genommen? Aber Ivo, in den letzten Tagen war er brummig, fast so perfekt wie Sie in Ihren besten Tagen. Na, Chef? So, oh, das wird doch wieder nichts. Donnerwetter. Soll ich mal gleich angehen? Das mag ja auch bei Ihnen. Sie gehen schweren Zeiten entgegen, lieber Richard. Ach, Herr Tenstag, ich weiß Ihre Großzügigkeit zu schätzen. Tausend Dank. Ach, eins bin ich froh. Richard. Ja. Wen würden Sie mir als neuen Bergmeister in der Nachfolge Ihres Heils empfehlen? Den Patschke. Patschke? Mann, das ist doch wieder dieser Typ widerborstiger Handwerker. Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich kenne Sie. Dem industriellen Kalkül aus der Chefetage muss natürlich immer der entsprechende qualitative Druck der Fertigung entgegengesetzt werden, nicht wahr? Naja, so haben wir es ja immer gehalten. Eben. Eben, eben. Meine Überlegung ist nun diese. Die kleinen Stücke von großen süßen Kuchen, die auf dem Tisch liegen bleiben, weil sie unsere Kapazität nicht auslasten, die, also so habe ich mir gedacht, könnte Sie und Ihre Schreinerei weiterhin an die Möbelunion binden. Inoffiziell natürlich. Sozusagen als Subunternehmer. Das ist Ihre Überlegung, Herr Tenstag? Ja. Och, seien Sie doch nicht so pingelig. Sie bekommen ja die handwerklichen Rosinen, weil sie Ihrem Lohnkostenverhältnis entsprechen und nicht dem unseren. Die Bonbons sozusagen. Dreieckschränke für eine Apotheke in Mooreiche. So was schafft die Möbelunion schon, haut sich damit aber die Festpreiskalkulation kaputt. Wirklich Mooreiche? Mhm. Mooreiche. Holz, das jahrhundertelang im Moor gelegen hat. Das ist eine schöne Sache. Das Holz hat seine Vergangenheit. Und der Baum fehlt heute in keinem Wald. Mooreiche wird kiloweise bezahlt. Ja, ich weiß. Hier ist unsere Festpreiskalkulation für die drei Apotheken. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie einen Blick drauf werfen. Ja, Heinz und ich befinden uns schon im Dissens. Warum flüstern Sie mir plötzlich, Herr Tenstag? Weil ich plötzlich heiser geworden bin. Nun stellen wir Ihnen die Fräse und die Wandsäge und die Heißsäge ab, sobald ein altes Eier über die Schwelle getragen wird. Der alte Kraft hat uns wundervolle alte Profilhobel überlassen. Eins, Authentizität, damit können wir überleben. Authentizität und Qualität. Authentizität, das kann ich ja nicht mal schreiben. A-U-T. Schnuppe. Ein älteres Teil hat soeben eure Schwelle übertreten, um euch was zu essen zu bringen. Solange ich euch kenne, streitet ihr. Aber Schnuppe, wir diskutieren. Hallo, können Sie Ihrem Mann erklären, dass wir fast im 21. Jahrhundert leben? Und dass wir ein Zwei-Mann-Betrieb sind und keine Hobbytischlerei für stillgelegte Fabrikdirektoren? Gib dem heute nichts zu essen, der wird zu fett. Oh, ich hab Gulasch gekocht. Fleisch? Mhm. Na, das esse ich ja jetzt sowieso nicht mehr. Was war mit der Mettwurst heute um 9? Hannelore, vielen Dank, das war sehr lieb.
Morgen kommt ja meine Frau und bringt Essen. Müsli, wie Oliver. Können Sie sich das vorstellen? Ach, lieber nicht. Mutter hat angerufen von Drei Eichen. So? Mit Sebastian und Katrinchen ist alles in Ordnung. Der Keuchhusten von Katrinchen, der hat sich sehr gebessert, seitdem sie in Schleswig-Holstein ist. Na, eigentlich ist er weg, sagt Mutter. Aber? Zurück nach Berlin will sie nicht. Und auf Drei Eichen fühlt sie sich auch nicht wohl, habe ich den Eindruck. Naja, dann komme auf den gewissen Punkt. Frau Tenstag hat Mutter zu einer Reise in die Karibik eingeladen. Da braucht sie doch nicht einladen. Die Reise kann sie doch Mutter selber finanzieren. Zu einem Tauchkursus in der Karibik. Tauchkursus? Sag mal, ist die Frau Tenstag jetzt total durchgedreht? Na, Oliver, der konnte schon mit 3 Jahren schnorcheln. Oh, ach komm, du gib nicht so an, Heinz. Doch. Ich geh ran. Ja. Zu Hause sitze ich nur rum. Weißt du was? Ich würde glatt mitfahren. Langweilst du dich? Ja. Das Essen ist aber köstlich. Außer ein bisschen kochen und zu Hause rumputzen. Habe ich doch überhaupt nichts mehr zu tun im Haus. Ach, entschuldige, Scheiße. Hauptsache, du bist glücklich. Wann wird denn eigentlich das Teil wieder eingebaut? Du, wegen dem Treppengeländer kommst du noch mit der Berufsgenossenschaft in Konflikt. Also, irgendwann am Wochenende. Die Berufsgenossenschaft hat in unseren privaten Räumen nur wirklich nichts zu suchen. Ein Schreiner in der Familie und das eigene Haus ist seit Wochen kaputt. Typisch. Hast du schon mal einen Friseur mit einem guten Haarschnitt und einen Zahnarzt mit einem perfekten Gebiss gesehen? Ich kenne nur perfekte Friseure und hervorragend beißende Zahnärzte. Am Wochenende? Versprochen. Wer war denn dran? Oliver. Er will kein Müsli mehr. Er will Gulasch. Tag, Tante Cecilie. Uschi, mein Kind. Bei dem Wetter? Warum wartest du denn hier auf mich? Tante Cecilie, du musst mir unbedingt helfen. Das heißt, du musst Jürgen, mir und Oma Wichert helfen. Was? Deswegen bin ich extra aus meinem beschaulichen Refugium in diese Einöde gereist, um dir zu helfen? Wobei, ich erkläre dir alles. Oma Wichert steht zurzeit auf alles, was adlig ist. Also bitte, Tante Cecilie, häng unsere gesamte Familiengeschichte heraus. Sei eine Gräfin hoch 3 und tu so, als habe Oma Wichert bei uns die silbernen Löffel geklaut. Sie braucht das. Oma, meine Großtante Cecilie ist jetzt bereit, dich zu empfangen. Ich habe dir ja von ihr berichtet. Ich habe ja so viel von ihr gelesen in den alten Familienalben. Tante Cecilie, darf ich dir Frau Käthe Wichert vorstellen? Donnerwetter, Frau Wichert, wir kennen uns doch. Na, aus unserem Café. Sie sitzen immer am Fenstertisch 3F und ich hinten an dem kleinen Tischchen in der Nähe der Kuchentheke. Ja, ja, das stimmt. Ich habe immer den Fensterplatz. Vom Ansehen kennen wir uns in der Tat, Gräfin. Reichsgräfin. Oh, pardon, Reichsgräfin. Ich gehe nur immer Mittwochnachmittags dahin. Sie auch? Ja, aber manchmal auch freitags und sonnabends mit einer Freundin, Reichsgräfin. Ja. Ich verlasse prinzipiell nur einmal in der Woche mein Stift. Was für ein Stift, Reichsgräfin? Oh, verzeihen Sie meine Neugier. Tante Cecilie lebt in Berlin in einem alten Stift. Ah, in einem alten Stift. Ich lebe bei meiner Familie. Ich habe eine sehr nette Familie. Ich auch. Im Großen und Ganzen. Entschuldige, Uschi. Danke, Tante Cecilie. Entschuldige, ich muss zu den Kindern. Bitte. Oh, danke. Ja, Reichsgräfin, sagen Sie... Interessieren Sie sich auch für das Tiefseetauchen? Das ist doch hier so modern. Liebe Frau Wichert, mein Leben lang bin ich nie in eine Tiefsee gegangen oder in ein Meer. Nur Wannenbäder. Sehr vernünftig. Um was für eine Art Altenstift handelt es sich eigentlich in Berlin, Reichsgräfin? Mon Dieu, ich bin wirklich penetrant neugierig. Aber Neugier hält jung
und die Zellen geschmeidig. Wir sind unter uns in dem Stift. So, also äußerst strenge gesellschaftliche Auswahlkriterien. Ja. Mit einem Bürgen und so. Nein, nur mit zwei Bürgen. Unser Herrgott hat unserem alten Stift erfreulicherweise ein großes Maß an Langlebigkeit geschenkt. Wir sind ein reines Damenstift. Aha. Letztes Wochenende war Eberhard auch in der Werkstatt. Jetzt versuchen wir selber, unser Treppengeländer in Ordnung zu bringen. Ich hab den Leim. Gerda, du stehst im Weg. Ich hätte es doch etwas freundlicher sagen können, Hannelore. Ich will doch nur helfen. Ja, entschuldige bitte. So. Du ahnst ja gar nicht, wie viele Leute plötzlich Wandverkleidung und Deckenverkleidung von Eberhard haben wollen. Die halbe Harmonie will plötzlich ihre Wohnungen und Häuser renovieren. Na, die Harmonie muss warten. Eberhard hat ja noch nicht mal Zeit für sein eigenes Haus. Was Eberhard auch anfängt, er setzt sich durch. Ja. Hannelore, Eberhard ist der Glücksfall deines Lebens. Ja, mein Glücksfall und meine Freude. Macht Überstunden, arbeitet am Wochenende. Zu Hause ist er kaum noch. Um 9 Uhr kommt er mit Heinz nicht aus der Werkstatt. Frühestens. Conny ist auch schon ganz sauer, weil ihr viermal in der Harmonie gefehlt habt. Ja, ja, ich auch. Ich sitze zu Hause rum, koche, putze. Tue nichts. Am liebsten wäre ich Schreinerin. Ja, früher hattest du die Harmonie, die Gaststätte, davor den Flaschenverkauf. Da warst du natürlich ein bisschen mehr ausgefüllt. Ja. Herr Meisel, streichen tue ich das Gelände alleine, verstanden? Ich langweile mich aber so. Reichsgräfin, von Ihrem Damenstift hatte ich vorher eigentlich noch nie etwas gehört. Unsere Damen legen auf Diskretion allergrößten Wert. Oh, das verstehe ich sehr gut. Ich finde auch, von einem gewissen Alter an sollte man eine zurückhaltende Lebensweise dem um die Wette schwimmen mit Haifischen und anderen Getieren der Tiefsee weitaus vorziehen. Und ja, die Weltmeere sind für jeden da. Und Ihr Damenstift? Nur für Gleichgesinnte, liebe Frau Käthe. Ja, eine angemessene Gesinnung ist wertvoller als schiere Abenteuerlust. Das habe ich bei Ihnen sofort gespürt, Frau Käthe. Oh, ich habe verloren. Also erst kam Elke. Die meinte, die können bei dem Graf nicht mehr lernen, weil doch nebenan das Haus abgerissen wird. Das Gelände ist ja wieder dran. Mhm. Wann habe ich denn das gemacht? Du? Wir? Ist aber hübsch geworden. Also, erst kam Elke. Die meinte, die können bei dem Krach nicht mehr lernen, weil nebenan das Haus abgerissen wird. Und weil unten immer so ein verrückter Lärm macht. Und dann kam Andi. Du, der hat morgen Klausur. Der war todmüde. Ist auch schlimm. Ja, und wo sollen die drei denn nur schlafen? Hm? Süß, nicht? Und wo schlafen wir? In Mutters Bett. Schatz, du riechst nach Holz, nach Leim. Ich habe aber geduscht, Schuppe. Wirklich? Holz kann man nicht abwaschen. Käthe hat angerufen. Ach, das tut sie doch jeden Tag. Gibt es da einen gewissen Punkt? Mhm. Sie hat dann an Uschi Veränderungen festgestellt. Veränderungen? Was denn für Veränderungen? Uschi hat zugenommen. Und deshalb wächst du nicht. Rundlich. Sie ist rundlich geworden. Oh, essen, trinken, frische Landluft. Schwanger. Schatz! Hä? Käthe glaubt, Uschi kriegt ein Baby. Glaubt? Warum fragt sie nicht einfach? Ach, in diesen
diesen aristokratischen Kreisen fragt man sowas nicht. Ach, dann frag du sie doch. Ich schaue mir Uschi mal an. Vielleicht will sie uns ja auch überraschen. Schnuppe, müssen wir uns jetzt sofort freuen? Ja. Jetzt bin ich gar nicht mehr müde. Aber ich... Ich bin stolz auf dich. Wo andere aufhören, da fängst du wieder von vorne an. Ich fange auch wieder was an. Kapitalist. Tag, Obermeister. Ludwig Kraft war bis vor 10 Jahren Obermeister der Innung. Meine Frau. Tag, Frau Wiecher. Tag, Herr Kraft. Tag, Ludwig. Tag, Ebert. So, bis vor 10 Jahren war ich 25 Jahre lang Obermeister der Innung. Ich habe Ihrem Mann die Meisterprüfung abgenommen. Mhm. Naja, zumindest den praktischen Teil. Ja, das sind auch schon wieder 25 Jahre her. Es ist eine Schande, dass dieser Mann damals in die Industrie gegangen ist. Oh. Pfui Teibel. Ludwig, wie recht du hattest. Jetzt haben sie mich rausgeschmissen, ich stehe auf der Straße. Was siehst du? Was machst du denn da? Oh, ist eine olle Jugendstiletür. Ich bring die wieder auf Vordermann. Na, noch ein gutes Stück? Stinkt aber ätzend. Das ist die Chemie, Frau Wichert. Früher, da haben wir geschmirgelt und mit Buchenlohe geputzt. Na, da stand noch mehr. Und die Chemie stinkt auch. Aber man muss nicht mehr schmirgeln. Komm, Ludwig, lass uns in die Werkstatt gehen. Bei den Wiecherts haben die Frauen eine ganze Menge mitzureden. Du sagst es. Bei den Kraftwerken. Meine Frau meint 3000 Mark Miete im Monat. Für dich. Mein Mann will kaufen, nicht mieten. Wieso kaufen? Hast du denn so viel Geld? Oh, Ludwig. Darf ich mal? Gerne. Oh, Schatz, ich habe dich das letzte Mal als Schreiner gesehen. Ich kenne da Schreiner. Die hatten als Geselle schon mehr drauf als so mancher Meister, was, Ludwig? Na klar. Nachtigall, ich werde trapsen. Du denkst an einen bestimmten? Ja, und der ist sogar Bergmeister. Du hast doch wohl nicht im Ernst vor, Heinz aus seiner gesicherten Position in der Möbelunion wieder an deine Seite zu zerren. Och, Schnuppe, den werde ich gar nicht zerren müssen. Wetten, in einer Woche steht Heinz bei mir auf der Matte. Ich kenne doch meinen Heinz. Vorausgesetzt, sein Oliver ist damit einverstanden. Die Maschinen haben zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber immer noch gut in Schuss. Weißt du was, Ludwig? Lass uns ein sauberes Geschäft machen. Ich kaufe dir den Laden ab und führe ihn ganz in deinem Sinne weiter. Du würdest hier doch bloß immer rumschleichen und mir helfen wollen. Damit ich wenigstens mein eigener Herr. Meine Frau träumt von einer kleinen Wohnung im Schwarzwald, in Hinterzarten. Die braucht unbedingt Luftveränderung. Wenn du genügend Geld hast, kann ich ihr diesen Traum erfüllen. Und wiesel dir nicht vor den Füßen rum. Ach, Ludwig, ich hatte nur einmal in meinem Leben viel Geld und das war vielleicht eine Pleite. Da war ich sogar im Vorstand der Möbelunion. Also, wir werden uns einig werden. Lieber Doktor, das ist doch nur ein ganz kleiner Betrieb, der alte Stühle zusammenleimt, mal eine Tür abhobelt oder ein Teetischchen wieder zum Stehen bringt.
So ein Schuppen ist doch unter Eberhards Niveau. Ihr Blutdruck auch, liebe gnädige Frau. Das ist die wundervollste Entscheidung, die Eberhard in den letzten Jahren für sich, und das sage ich ganz deutlich, für sich getroffen hat. Entschuldigen Sie, lieber Doktor, dass wir so privat werden. Aber was wird aus eurem Standard, Hannelore? Wie konntest du dem noch beipflichten? Wir haben unseren Standard, Mutter, wie du das nennst, nie verlassen. Oder haben wir jemals dieses Haus verlassen und eine Villa bezogen, als Eberhard kein Geld verdiente, sondern enorme Bezüge hatte? Hm? Haben wir jemals ein größeres Auto gekauft? Immerhin habt ihr ein Refugium auf Mallorca. Ach, dieses abgelegene Mallorca-Apartment, was keinem Pfennig wert war. Das war doch der größte Blödsinn überhaupt. Das hat nur Geld gekostet. Und das entsprach garantiert nicht unserem Standard. Der Puls Ihrer Schwiegermutter gefällt mir im Augenblick gar nicht, gnädige Frau. Ich will ja nicht herzlos sein, Mutter, aber mein Puls... Ja, bei Ihnen ist auch eine Anomalität spürbar. Sie sollten auseinandergehen. Mhm. Sie, liebe Frau Wiechert, bleiben schön liegen. Mhm. Und Sie gehen in die Küche und machen mir einen Kaffee. Gerne. Oh ja, wir auch. Verboten, Frau Wiechert, verboten. Erst wenn der Blutdruck wieder in Ordnung ist, ist die Kaffeetasse wieder voll. Für ihr Alter hat ihre Schwiegermutter eine hervorragende Kondition. Was meinen Sie denn mit Alter, lieber Doktor? Sie haben den Blutdruck und den Puls ihres Sohnes. Und der ist jünger. Zwangsläufig. Ja, mindestens 9 Monate. Herr Tetzler. Herr Wichert. Fräulein Glaubrecht hat gepetzt. Man sieht sie kaum noch im Büro. Und ihre Mutter beklagt sich am Telefon. Sie hätten sich schon seit 5 Tagen nicht mehr bei ihr blicken lassen. Treiben sich denn nur noch auf Finanzmärkten herum? Ja, das ist doch auch Arbeit. Sehr inkonventionell gedacht, lieber Wichert. Sozusagen um einige Ecken herum. Den Tipp habe ich vom Finanzier der Möbelunion, meinem Teamfeind, Bankdirektor Kneißl, bekommen. Kneißl, Sie reden wieder mit dem. Und Sie spielen doch auch weiter mit dem Golf und lassen die Möbelunion mit Zwischenkrediten von ihm finanzieren. Ihre Toleranz würde ich nicht aufbringen. Warum nicht? Immerhin mussten Sie auf sein Betreiben die Geschäftsführung der Möbelunion verlassen. Ach, Herr Tenstein, vergeben und vergessen. Ich habe hier 40 Jahre gearbeitet. Nee, Ludwig, das waren 41 Jahre, das weiß ich besser als du. Ich muss jetzt heulen. Irgendwo muss ich jetzt heulen. Darf ich das bei dir? Ja, setz dich, Ludwig. Ich wollte auch nicht mit den Füßen zuerst aus dieser Werkstatt getragen werden. Das ist ja das Los von uns kleinen Schreinern. Mit den Füßen zuerst. Wenn ihr schon jedes Jahr einen hinterzarten Urlaub gemacht habt, dann ist es doch nur logisch, dass ihr jetzt auch dort lebt. Für deine Frau ist er auch besser. Das Geld war es nicht. Irgendwie warst du es, Eberhard. Und als Mieter wärst du mir zu schade. So, Ludwig. Und deswegen heißt die Schreinerei jetzt auch Möbelschreinerei Innenaus bei Eberhard Wiechert, vormals Ludwig Kraft. Und das Schild, das mache ich gleich morgen da oben dran. Hm? Warum hat mein Sohn das nicht übernommen? Das war doch mein Leben. Tja, Ludwig, er ist jetzt im Holzhandel. Und das ist sein Leben. Vielleicht. Du musst aber deinen Meisterbrief in die Werkstatt hängen. Und nicht zu Hause bei dir im Wohnzimmer. Sonst haben die Leute hier im Viertel kein Vertrauen zu dir. Mensch, Eberhard, bist du ein armes Schwein. Dass du dir das noch zumutest. Besuch mich. Ruf mich an. Sie soll dir Glück bringen. Du kriegst noch 50.000 Mark. Das macht meine Frau. Ich werde sie in Ehren halten. Jürgen, weißt du eigentlich, dass viele Juristen große Künstler wurden?
Goethe, war Jurist, Heinrich Heine. Nur mein lieber Hart, der war gleich Künstler, ohne vorher Jurist zu sein. Hast du mal Jura studiert? Jürgen, ja. Ja, zwei Semester. Oh, na siehst du, Jürgen, habe ich doch recht. Die Kunst entfaltet sich, indem man zunächst den Geist diszipliniert. Und das können natürlich nur die Juristen. Und die Mediziner. Ach, hör auf. Die kommen erst mal. Vor allen Dingen die angehenden Chirurgen. Hier ist doch ein schönes Plätzchen. Seht mal, findet ihr nicht da? Zum Rasten. Ich habe das Gefühl, ihr denkt jetzt, Oma ist eine alte, dünkelhafte Ziege. Ach, Ivo, Oma. Oh, danke, danke. Ich hab dich sehr lieb, Oma, aber manchmal... Da erinnerst du mich an meine Vorfahren aus dem 19. Jahrhundert. Die waren Grafen und Lehnsherren hier aus dieser Gegend. Die haben bestimmt, wer was tun durfte und wie viel er abgeben musste. Sie waren Gerichtsherren. Ich habe mich kundig gemacht. Deine Vorfahren galten als besonders liberal. Oma, meine Vorfahren waren etwas liberal. Sie hatten das Sagen und das Richten. Und haben dann gnädigerweise entschieden, dass der eine oder andere auch mal nach seiner Fasson selig werden konnte. Ich kann nicht auf meine Vorfahren stolz sein. Ach, Kind, eine Tradition ist doch keine Würde und eine gute Erziehung keine Schande. Mein Schwiegervater Eberhard zum Beispiel, der hat seine eigene Tradition. Der hat mit 16 seine Lehre gemacht und hat sich jetzt seinen Traum erfüllt. Eine eigene Schreinerei. Ja, das ist seine Tradition und sein Traum. Also der Eberhard ist ein Wahnsinniger. Ein wahnsinnig Lieber. Das krieg ja nicht mal ich zusammen. Wie sollen denn das deine Kinder schaffen? Brüll ja nicht so rum, die schlafen doch schon alle. Sebastian hat es übrigens innerhalb von 2 Minuten zusammengebaut. Ach, hältst du mich für blöd? Nein, aber Kinder sind schneller. Na, denk doch mal an diesen Wunderwürfel, weißt du? Der mit den verschiedenen Farben. Na, Kathrinchen hatte das in 2 Minuten klar. Du und ich, wir schaffen das heute noch nicht mal. Obwohl wir beide gelernt haben, dreidimensional zu denken. Du als Bildhauer, ich als Architektin. Also wo das hingehört, weiß ich nur wirklich nicht. Jürgen, hör doch endlich auf. Oma Kitte langweilt sich. Oma, bist du müde oder können wir noch eine Partie Bridge spielen? Ja, Kind, ich weiß wirklich nicht, ob ich mich seelisch in dem Zustand befinde, um Bridge zu spielen. Vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Oh ja, das wäre gut. Jürgen, ich glaube, ich räume das mal ab, das ist ja widerlich. Du, ich mach das schon. Ja, habt ihr denn kein Mädchen? Nein, nur für Kathrinchen und Sebastian. Und unsere landwirtschaftlichen Hilfskräfte, die putzen nicht, Oma. Na also, dann trage ich meinen Teller selbst raus. Tja, Uschi, du bist ja nicht mehr adelig genug. Wie geht's denn Ihrem Vater überhaupt? Sehr gut. Das ist jetzt irgendwo in Österreich. Ah. Jürgen, wasch doch noch hier mal die Pferde in Essigwasser, ja? Oh, vielen Dank. Oma! Ach du mein Mundi, wer hängt denn da? Uschi, komm ich etwa ungelegen? Ganz im Gegenteil, Oma, ganz im Gegenteil. Tut mir leid, dass es gleich bei deiner Ankunft auf Dreieichen so blutig zugeht. Oh, was macht denn? Wir können Hilfe gebrauchen. Erna, lass doch den Quatsch. Hallo Käthe, das ist Erna, Cousine und Vertretung von Trude. Ja, hallo Erna. Moin, moin. Also, wenn ihr Hilfe gebrauchen könnte, nur so, bind mir das Ding mal um. Schließlich habe ich 1946 mit einer Nachbarin auch mal schwarz geschlachtet. Und wie, hoho. Was amüsierst du dich denn so über Mutter? Wenn ich mir vorstelle, wie Mutter früher immer fluchtartig die Küche verlassen hat, wenn Andi venezianische Leber gemacht hat. Also frische Leber in feine Streifen geschnitten hat. Also Mutter hat mir als Kind immer Leber gemacht. Leber ist doch gesund. Aber sie hat doch nicht selbst geschlachtet. Als die Gräfin noch lebte, da hast du dich auch immer geekelt, wenn du Schweineblut in Essig einrühren musstest. Also das ist überhaupt nicht wahr. Doch, und wenn Andi frische Langusten mit nach Hause gebracht hat, dann bist du immer in den Keller gegangen, bevor er sie ins Wasser schmiss. Ja, das ist wohl wahr.
Wann wird eigentlich das Treppengeländer repariert? Ich muss erst die Schreibtischplatte polieren. Die hat wahnsinnig viel Kratzer abgekriegt. Ah ja? Ja. Schatz, lass Heinz in der Möbelunion. Es geht ihm gut, er hat einen fabelhaften Posten. Und außerdem, was würde Tenstag ohne ihn anfangen? Heinz ist seine Stütze. Und was macht Heinz ohne mich? Macho. Schnuppe. Hm? Nach meinem Rausschmiss aus der Möbelunion hast du kein Wort verloren. Hast alles runtergeschluckt. Also mir war es ja die eine mit dem Holzhammer vom Kopf gekriegt. Aber irgendwie muss das in mir Optimismus geweckt haben. Als sei mir plötzlich ein Knopf aufgegangen. Dein Schreinerknopf. Der war doch immer offen. Obwohl du jahrelang eine Kneipe hattest, bist du nie eine Barfrau geworden. Und obwohl ich jahrelang Mitinhaber und Direktor einer Möbelfirma war, wäre ich immer Schreiner geblieben. Also Schatz, ich werde das Gefühl nicht los, als wärst du wild entschlossen, unter allen Umständen glücklich zu werden. Zu bleiben, Schnuppe, zu bleiben. Wir haben harte Jahre hinter uns. Beruflich, das zählt nicht, aber privat, das war schlimm. So, und jetzt fangen wir beide, du und ich, noch mal ganz von vorne an. Als erstes habe ich Alwin Barthold und Gerda Kosniewski den Kellerraum gekündigt. Oh, keine Watt- und Stießgesellschaft mehr Gott im Haus. Gott sei Dank. Keine Alarmsirene. Gerda. Gerda, du bist mir so leid. Endlich bin ich Augen auf los. Alwin Barthold war in den letzten Wochen auch keine große Hilfe für mich. Das habe ich nicht gemerkt. Ach, der hat sich mit seiner Frau wieder versöhnt. Der lebt jetzt in Leverkusen. Hannelore, wir konnten den Betrieb sehr günstig an eine größere Firma verkaufen. Und ich bin wieder arbeitslos. Die neue Firma, die hat mich doch nicht übernommen, nicht, Tassilo? Ich habe ja Augen auf eigentlich nur im Angedenken an deinen lieben Vater weitergeführt. Ja, das ist die Wahrheit, Hannelore. Kinder, das ist unsere letzte Nacht. Lasst uns doch ein bisschen feiern hier unten. Darf ich auch mitfeiern? Ja, darf er? Ich habe doch noch nie ohne Meisel in unserem Hause gefeiert. Eine ruhige Nacht. Mein Nachfolger scheint die Sache fest im Griff zu haben. Dass der Alwin sich mit seiner Schreckschraube wieder verzagert, ich hab das nicht gewusst. Ja, Kinder, da kann ich ja meine Waschmaschine wieder da in die Ecke stellen. Und meinen Bügelautomaten. Und den Wäschetrockner. Dürfte ich den Keller streichen? Keller, Kalk, Mann. Nein, Kalk, ich eben. Wie werde ich denn jetzt mit der Ruhe in diesem Haus fertig? Ja, keine Alarmanlage mehr? Mutter für Wochen, vielleicht für Monate auf drei Eichen. An die Elke und Thomas in Kreuzberg. Schnuppe. Hä? Ach, Gerda. Wenn du hier aufhörst, also dann musst du mir versprechen, dass wir uns genauso oft sehen wie früher. Stündlich? Täglich. Fast. Prost, Prost. Prost. Ich konnte mir keinen besseren wünschen als dich, Ewart. Aber trotzdem.
Wiechert sind aber zu Hause. Tag. Tag. Haben Sie nur ein bisschen Geduld. Herr Meisel. Frau Wiechert. Oh, mit der guten alten Möbelunion hatte ich in diesem Leben nicht mehr gerechnet. Entschuldigen Sie, Heinz. Tag, Frau Wiechert. Da fehlt doch was. Ja, der Bart ist ab. Aber bei Ihnen kröselt sich auch nichts mehr. Keine Locken mehr. Das ist doch Eberhards Schreibtisch aus der Möbelunion. Ob er an dem noch mal sitzen möchte, es gibt da so gewisse Punkte. Ihr Mann, also mein alter Chef, war nie ein Schreibtischtäter. Aber dieser gute alte Schreibtisch, der gehört in seine Wohnung. Weil bei uns in der Möbelunion offiziell nicht mehr arbeiten darf. Dieser Kneisel, dieser Kredithai. Ja. Die Treppe rauf, oben ist noch Platz. Ich nehme das mal weg hier. Moment. Ja, ich mach das schon, Frau Wiechert. Ja, nach oben! Ja, ja, ich muss ja erst mal. Ach du mein Gott! Schatz! Nee, ich hab zu tun. Heinz und Tänzler meinen es gut. Auch wenn an diesem Schreibtisch zu viele, vielleicht zu viele schlechte Erinnerungen hängen. Naja, ohne die Möbelunion ist mein und vielleicht auch unser Leben irgendwie leerer geworden. Aber dafür kann der Schreibtisch nicht. Ich habe mich selber aus der Firma katapultiert. Weißt du meinen Schritt? Ach, im Gegenteil. Auch wenn es dir jetzt wie ein Schritt ins Leere vorkommt. Du hast mehr Zeit für uns, hm? Schatz! Schatz, kommst du mal bitte! Ach, du. Eberhard, was ist denn hier? Keine Schrammen auf den Schreibtisch. Hallo, Chef! Schönen Gruß von Dienstag! Eberhard, so tu doch was, mein Junge! Würde wohl der Herr Bundeskanzler sagen, wenn man seinen Schreibtisch so zugerichtet hätte. Aua! Tassilo! Die rot-weiße Mieze von gegenüber, die ist doch keine richtige Frau mehr. Die war vorige Woche beim Tierarzt. Hör mal, du puzzelst und puzzelst hier und ich liege schon seit 2 Stunden in unserem Ehegemach und warte auf dich. Ach, so ein Mist. Siehst du? So schnell kann was zerbrechen. Ziemlich langweiliger Typ geworden, seit ich arbeitslos bin, was? Na dann, ab in die Haier. Als du noch Chef der Möbelunion warst, wären deine Arbeiter sofort gekommen, ohne Aufforderung, und hätten ihr alles wieder hergerichtet. Das mache ich diesmal alles selber, Mutter. Junge, übernimm dich bloß nicht. Körperliche Arbeit hast du doch längst verlernt. Nein, Mutter, das hat er nicht. Gute Nacht. Glaub doch nicht an meine handwerklichen Fähigkeiten. Aber ich glaube an deine handwerklichen Fähigkeiten. Ach, Schnuppe, ich kann mich doch selbst schon nicht mehr leiden. Warum denn nicht? Schnuppe? Ja? Ich mache mich wieder selbstständig. Selbstständig? Ja, du kennst doch die kleine Schreinerei Kraft in der Littgestraße. Was denn diesen Krauterbetrieb? Du, das ist ein alteingeführter Drei-Personen-Betrieb. Ja. Die olle Kraft hört auf und sein Sohn will nicht mehr weitermachen. Ich habe doch noch die Ablösesumme von der Möbelunion und dann diesen Berater. Ja, Tänzdag hat sich großzügig gezeigt, ich weiß. Aber wenn ich nur dessen Berater bleibe, dann habe ich in einem halben Jahr ganz schwer an der Galle. Ich muss wieder was tun mit diesen Händen. Ja, dann tu doch. Mutter hat mich doch schon angeschaut wie ein Rentner. Schatz, können wir darüber nicht morgen weiterreden?
Wenn er Ihnen nur wieder gibt. Darf ich Sie zu einer Berliner Weiße einladen? Berliner Weiße, um Gottes Willen. Ja, auch ich habe heute meinen toleranten Tag. Danke. Also, Herr Wichert, Ihnen zuliebe, vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Wichert, ein Kleinbetrieb, einfache Schreinerei. In die ich meine ganze Abfindung stecke. Zuzüglich 50 Mille, die ich am fleischgewordenen Golfball Kneißl noch aus dem Kreuz leiern muss. Sie sollten besser Ihre Frau zu Kneißl schicken. Ja, sie können manchmal so wirsch sein. Oder natürlich meine Mutter. Oder noch besser, lieber Mie. Michert, zwar gefällt mir der Rückschritt an Ihre handwerklichen Wurzeln gesellschaftlich nicht besonders, aber ich bin gerne bereit, Ihnen diese 50.000 zukommen zu lassen aus meiner Privatschatulle. Sozusagen als Mitgesellschafter. Natürlich wollte ich das von Ihnen hören, Herr Tenster. Aber Sie können doch nicht mal Birnbaum von Mahagoni unterscheiden. Ja. Nee, lassen Sie mal. Das Geld hole ich mir von Kneißl. Herr Tenster? Ja? Sie haben mir gerade bewiesen, dass Sie ein Freund sind. Ein richtiger Freund. Herr Wichert. Ja? Dieses Kompliment werde ich von Fräulein Glaubrecht wortwörtlich in meinen Terminkalender eintragen lassen. Übrigens, was gedenken Sie denn in dieser kleinen Schreinerei herzustellen? Ich werde reparieren, was kaputt ist, werde herstellen, was man braucht. Ich werde tun, was mir Spaß macht. Wird das die geschäftlichen Aktionen der Möbelunion tangieren? Im Innenausbau vielleicht. Moment. Lieber Wichert, Sie erinnern sich vielleicht, dass die Möbelunion und Sie eine Konkurrenzausschließungsklausel vereinbart haben für 3 Jahre, die besagt, dass Sie sich nicht an Ausschreibungen für den Innenausbau beteiligen dürfen, an denen sich auch die Möbelunion beteiligt. Gleichwohl habe ich einen Beratervertrag mit der Möbelunion. Und es wäre doch denkbar, dass die Schreinerei Wichert quasi als Subunternehmer für die Möbelunion Innenausbauten sachgemäß, fachgerecht und in allererster Qualität herstellt. Das ist eine erstaunliche geschäftliche Wendung. Ein Herstellungsberater, der sich, wie soll ich sagen, selber herstellt. Herr Wichert, wann werden Sie endlich zur Ruhe kommen? Das weiß nur der liebe Gott oder Josef. Welcher Josef? Marias Mann, der heilige Josef, der hat schließlich auch mit Holz gearbeitet. Sie können herrlich nostalgisch sein, hier und da. Nostalgisch? Realistisch? Also zumindest weiß ich jetzt, was Sie vorhaben. Klein, aber fein. Wann immer Sie mich brauchen. Ich werde Sie brauchen. Haben Sie schon 2 oder 3 gute Mitarbeiter? Herr Wichert. Ich brauche nur einen. Klein, aber fein. Und ziemlich bummelig, nicht? Und heißt Heinz, was? Ich habe den Schritt mit meiner Frau und natürlich mit Oliver besprochen. Diese ewigen Außenmontagen, Frau Wichert. Ich komme ja kaum noch nach Hause. Außerdem schadet das der Entwicklung von Oliver. Wie alt ist denn Oliver jetzt? Das ist ein ganz gefährliches Alter. Jetzt doch mit dem Reiten angefangen. Ich kann Ihnen sagen... Heinz, in der Möbelunion haben Sie Betriebsrente. Sie sind Werkmeister. Ich meine, das war Eberhard auch. Ja, das verfällt doch nicht. Ich bin 15 Jahre im Betrieb. Außerdem der Chef, ich meine, Ihr Mann, Gatte, erwartet doch, dass ich komme. Nein, Heinz, das tut er nicht. Sie können nicht schwindeln, Chefin. Och, Heinz, jetzt fangen Sie bloß nicht mit Chefin an, ja? Sie müssen mich duzen, Chefin. Herr Schäfer, wie ich ja, duzt mich auch immer. Ja, bei dem waren Sie auch in der Lehre. Ja, bei Ihnen aber auch. Irgendwie. Hallelore. Ich hab
mir an einem Holzspan einen Splitter angerissen. Zeig mal her. Ich hole eine Pinzette. Hier, zeigen Sie mal. Hier. Oh, das kann sich aber böse entzünden. Mutter. Ja? Komm mal her. Das haben wir gleich. Lassen wir das, mache ich selbst, ja? Nein, seit Tagen ist dieses Geländer kaputt und keiner repariert es. Ist wirklich eine Schlamperei. Man kann sich ja die Beine brechen. Drei Eichen, Frau Richard. Ja, bis das wieder hergestellt ist, ich sage nur drei Eichen. Drei Eichen? Uschi, die Urenkelkinderchen, die Grafen, das wäre doch was für Ihre Schwiegermutter. Das ist ja eine fabelhafte Idee. Heinz, Sie gehören zur Familie. Sie dürfen Hannelore zu mir sagen. Jawohl, Schnuppe. Hannelore, nicht Schnuppe. Verstanden. Ja, schönes Stück, was? Oh, hoffentlich passt seine Kühltruhe. Nee, Gräfin, das lassen Sie mal. Na, und Sie lassen das schon mit der Gräfin, ne?